Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Vorstellungsvideo und heute geht es natürlich um Age of Ultron, den zweiten Teil von den Avengers. Hier mal wieder ganz obligatorisch neben den Keepcase-Versionen in einer limitierten Steelbook-Edition, die natürlich auch die 3D-Blu-ray, aber auch die normale Blu-ray enthält, denn ich bin ehrlich, ich will den Film jetzt endlich mal in 2D sehen, denn ich muss sagen, das 3D war im Kino wirklich ein Graus. Es hat mehr Kopfschmerzen bei mir ausgelöst, als dass ich wirklich davon angetan war. Wie man natürlich sieht, wie schon bei den anderen, die man hier im Hintergrund sieht, kommt das Ganze hier in einem Dreiviertel-Pappschuber daher. Ist die obligatorische Aufmachung, wie schon bei den letzten Veröffentlichungen. Der Preis ist natürlich mal wieder eine Frage selber, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich muss sagen, da ich die anderen Titel auch alle in diesen Steelbook-Varianten habe, war das natürlich keine Frage, ob ich mir jetzt den Teil im Steelbook hole. Den ersten Teil habe ich natürlich nicht im Steelbook, da mich damals diese Steelbooks irgendwie noch gar nicht angesprochen habe oder ich das noch gar nicht richtig auf dem Schirm hatte und ich auch ein bisschen angeseiert war wegen der digitalen Zensur, die im Film stattfand, die Agent Coulson damals betraf, beziehungsweise eine vermeintliche Todesszene und irgendwann hat gemerkt, komm, das müssen wir retuschieren, denn wir machen ja noch die Serie Agents of S.H.I.E.L.D. und da brauchen wir Agent Coulson wieder. Gut, wie man sieht, das Ganze kommt hier in diesem sehr stabilen Dreiviertelschuber daher, lässt sich ganz gut rauslösen. Erstmal gucken wir uns natürlich erstmal hier den Schuber selber an, natürlich immer die ganzen Hinweisen, dem FSK-Flatschen selber. Dann haben wir natürlich hier noch auch mal noch eine Inhaltszusammenfassung. Ein paar Szenenbilder. Also die Aufmachung ist eigentlich komplett identisch auch mit den anderen Schubern, die sich um die anderen Steelbooks befinden. Und hier noch eine Zusammenfassung, Laufzeit, die technischen und eine Angaben selber der Extras. Ja, das Ganze liest sich hier sehr wenig, ist eigentlich Zusammenfassung, weil bei der englischen Version war quasi ganzen Featurettes aufgezählt. Hier wurde das Ganze zusammengefasst. Ist halt fraglich, ob bei einigen Extras gespart worden ist, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Was mich am meisten interessiert, sind natürlich die zusätzlichen und die erweiterten Szenen, denn anfangs wurde ja von einem Extended Cut geredet, der gut über 3 Stunden geht, aber da Joss Whedon quasi keinen Bock mehr auf dieses Marvel-Zeug hat, was so manch einer weiß, wird es hier auch keine längere Fassung geben und eine Special Edition weitere braucht auch ehrlich gesagt kein Mensch. Die Kinofassung reicht an dieser Stelle und die zusätzlichen Szenen kann man sich dann so anschauen. Ja, ich muss sagen, das Steelbook ist vom Design her sehr gut gelungen, orientiert sich an dem vom ersten Teil, ist aber allerdings, muss ich sagen, spricht mich von der Umsetzung hier irgendwie ein bisschen wesentlich mehr an. Was ich natürlich finde, ist, dass hier einige kleinere Elemente nach innen geprägt sind, wie hier zum Beispiel der Fall selber. Das Ganze orientiert sich hier am Design von Ultron, hat einige vereinzelte kleine Steelbook-Effekte, die man hier sicherlich nicht allzu gut erkennen kann, aber sieht vom Optischen her sehr gut aus. Das Äußere hier ist matt gehalten und das Emblem der Avengers selber kommt im Hochglanz daher. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Der Spine selber wird immer kritisiert, aber ich finde das echt cool, dass hier nochmal die Bilder der Helden nochmal abgebildet sind. Quasi diese Avatare macht sich eigentlich ganz gut. Passt sehr stilistisch gut dazu. Manch einer meckert, dann weiß er nicht, welcher Titel das ist, aber man erkennt es ja schon. Also, naja, dürfte jetzt keine Übung sein. Und auf der Rückseite selber haben wir natürlich Ultron, der richtig gut aussieht. Also es sieht vom Design her, von den Farbgebungen her auch, selber ist das Ganze hier ein Hochglanz, sieht sehr schön aus. Also das Finish, auch die einzelnen Details wissen wirklich sehr zu gefallen. Das gefällt mir richtig gut. Deswegen schauen wir uns das Ganze nochmal im Gauchgang an. Muss ich sagen, das passt von den Design her wirklich sehr gut. Jetzt gucken wir uns natürlich noch das Innere an. Und das Innere, ja, das ist eigentlich so ein Bild, das wurde schon des Öfteren bei diesen Steelbooks benutzt, zum Beispiel beim Tor vom ersten Teil, beim Tor Steelbook gibt es das, dass quasi alle Figuren hier nochmal nebeneinander sind. Die Discs selber sind mal wieder Disney-typisch, sehr unspektakulär, sehr schlicht ausgefallen, also nichts besonderlich Spektakuläres, sagen wir es mal so. Da hätte man sich natürlich beim Druck mal was einfallen lassen können, aber da bei allen anderen Teilen, also seitdem das bei Disney ist, die Discs alle identisch aussehen, braucht man doch großartig nichts mehr zu erwarten. Ja, das Design selber, das Innendesign sieht wirklich sehr gut aus. Das gefällt mir richtig gut. Natürlich hier mit allen Figuren. Da hätte man natürlich auch noch ein anderes Artwork nehmen können, wie zum Beispiel so ein gezeichnetes Artwork, wo alle Helden quasi von diesen Robotern von Ultron umgeben sind und gegen die kämpfen. Das wäre sicherlich auch ein geiles Inlay gewesen. Aber ansonsten macht das Ganze eigentlich einen recht netten Eindruck, muss man mal sagen. Und es ist, na gut, hier vorne merkt man, es ist halt labbrig, aber beim Guardians of the Galaxy Steelbook war das vorne auch ein bisschen labbrig gewesen.
Ja, die Discs sind typisch, also es ist eigentlich, wie man sagen kann, eine relativ typische, ziemlich unspektakuläre Angelegenheit, dieses Steelbook. Im Ausland werden sicherlich die Sammler mit weiter spektakuläreren Veröffentlichungen bedient, aber ich muss sagen, ist vollkommen okay, passt sich von der Stilistik, vom Design her wirklich gut zu den anderen Steelbooks, die ich bisher von den Marvel-Filmen in der Sammlung habe, sehr gut an, außer das vom ersten Avengers, das fehlt mir, aber das hat mich auch irgendwie nie vom Design angesprochen. Ja, und mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Mich würde natürlich interessieren, ob ihr euch dieses Steelbook auch holen werdet, was ihr im Allgemeinen von Avengers 2 haltet, der ja jetzt nicht so gut abgeschnitten ist. Das muss ich einfach sagen, der Film hat diverse Defizite gehabt. Das ist einfach so, sagen wir es mal so, das ist bei vielen Sequels so. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf jeden Fall, mir diesen Teil endlich mal in 2D reinzuziehen, weil das 3D war wirklich, das war echte Graus an dieser Stelle. Gut, das war es auch mit einem neuen kleinen Vorstellungsvideo, diesmal zu Avengers 2 Age of Ultron, hier in der limitierten Steelbook-Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.